Lego Star Wars Episode 8. Wir sind im Film Episode 2 auf Geonosis und setzen die Story fort. Und lauschen, während wir drüber reden, der lizenzierten Musik. Übrigens können wir an der Stelle mal sagen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, ist ja jetzt im Rahmen der Star Wars Celebration 2 rausgekommen, dass John Williams wieder die Musik für die nächste Trilogie macht, zumindest für Episode 7. Und hatten ja schon alle Leute ganz schön große Angst, dass es jemand anders macht, aber es macht wieder John Williams. Das heißt, auch müsste da auch nur die Musik copy-pasten, oder? Ja, sie müssen halt so ein bisschen andere Melodien reinmachen. Mich würde interessieren, weil das ja in der ersten Trilogie das Coole war, dass eben diese neuen Melodien dann von Episode 1 auf 2 auf 3 sich immer näher an das angleichen, so was ja. Man aus den alten kannte, was ich ganz cool fand. Also auch so, wie die Geschichten von den Charakteren dann durch diese Melodie eben gezeichnet werden. Bin mal gespannt, ob es jetzt so ist, dass die mehr oder weniger mit bekannten Motiven anfangen und sich dann immer weiter verfremden. Ja, müsste ja eigentlich. Ja. Das fand ich im Kino ein bisschen doof, weil da haben sie auch den Jango Fett total verheizt. Boah, kann ich Mace Windu? Ich bin du, ist Mace Windu. Ja. Scheiße, wer bin ich? Ich bin R2? Bin ich R2? Sag ich, bin Jedi-Ritter. Ich hab gerade Mace Windu verheizt. Na toll. Nee, was wolltest du sagen? Dass Jango Fett so verheizt wird. Also, dass der total unspektakulär stirbt. Ja. Und vor allem schon wieder auf so eine totale Arschlochart. Also ist ja nicht so, dass Mace Windu sich dabei nicht geil vorkommt, wenn ihn umdrehen. Ja, aber hallo. Und das Kind schaut auch noch zu und ja, er haut ihm mal den Kopf runter. So, total fies. Weil ich halt cool bin. So. Aha, du bist also der Anführer von den guten Jedi-Rittern oder ganz vorne mit dabei. Das muss man zu zweit aufmachen. Diese Szene hier, diese Arena-Schlacht, ja, gibt's ja dann. Oh, scheiße. Also ich mag diese Arena-Szene nur bis zu dem Punkt nicht, wo sie gegen diese Tiere kämpfen müssen. Die fand ich doof. Aber dann, wenn diese große Schlacht wird, dann hat's mir wieder gefallen. Seht ihr? Ich finde nicht alles scheiße. Die Tiere gibt's ja hier dann nicht, also das mussten sie überspringen. Weil sie es wohl technisch auch noch nicht so richtig konnten. Aber im dritten Lego Star Wars Spiel, an dem The Clone Wars, ist diese Szene nochmal dabei. Ziemlich am Anfang, also so in den ersten 10 Minuten ist das irgendwie nochmal. Warum? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Einleitung dazu, dass sie jetzt quasi ja die Klonkriege losgegangen sind. Ah. Und da ist halt, wie gesagt, diese Öffnung nochmal dabei. Da sieht man dann auch die neue Engine und so. Und da sind dann auch Tiere, also die Monster dabei. Da müssen sie sich dann befreien. Da freut sich die Peter. Endlich werden Tiere abgeschlachtet. In der Fantasie-Tiere. Ja, die werden so, aber auch von der Peter geschützt. So wie die Wale. Ich wollte gerade sagen, wenn die Peter Computerspielwale schützen, dann Wale sind doch Fabelwesen. Natürlich. Also jetzt zumindest. Wir haben unser Menschen. Ja, hallo, hast du hier schon mal einen gesehen? Eben, wir haben unser Menschen möglichstes getan, um aus Walen Fabelwesen zu machen. Das ist ja fies, ist die Wahrheit. Tut zwar weh, aber ist halt so. Gut gemacht. Human Race. Kommen wir denn da hoch? Wir brauchen jemanden mit einer Laser. Können wir nicht fragen? Ach, sonst bauen die hier endlos nach. Da kann man was bauen. Doch, ja. Bau mal, Meister Jedi. Ja, Wahnsinn. Aber um darauf zurückzukommen. Wo kann da, fahr da mal rein. Kann ich da reinfahren? Mhm. Wie denn? Spring mal jetzt dann. Man könnte da reinfahren. Wenn du mir die Kuppel abmachst, dann vielleicht. Übrigens, heute im Internet etwas gelesen, was mich total traurig gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe heute durch Zufall ein Video gesehen von einem Wall-E Builders Club. Also so ein Verein, die bauen Wall-E, den Roboter. Mhm. Und der ist hervorgegangen als so eine Splittergruppierung oder so ein Spin-Off von einem R2 Builders Club. Also eben so ein Verein, die R2-Roboter bauen. Ja. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht können mir Leute, die uns zugeschaltet sind, da sagen, ob das stimmt oder nicht, dass man die nicht verkaufen darf.
Also wenn diese R2-Bilder, genau, wenn die da einen bauen oder so, dann dürfen die nicht verkaufen, weil die sonst brutal Ärger kriegen, weil das, die ja dann nicht lizenziert sind. Ja, das glaube ich gerne. Aber ich will doch ein R2 haben und ich kann doch so Roboterbauzeug nicht. Ja, kannst du vielleicht eintauschen gegen irgendwelche Dienste. Vielleicht gegen Edelsteine oder sowas. Wie gesagt, das Angebot... Guck mal, jetzt ist hier... Die Königin auf den Enter-Haken. Dann kommen wir da hoch. Das Angebot der meiner Lea Slave Bikini Bilder steht immer noch im Raum. Dafür will ich aber auch einen funktionierenden Astromech. Muss kein R2 sein, kann auch irgendein anderer sein. Hauptsache Astromech. Und hier, wie war den Weiß-Roten oder was? Das ist egal. Oh, jetzt kommen hier die. Wie heißt denn der von. Ups. Das wissen bestimmt die totalen Star Wars-Fans. Wie heißt denn der von Wedge? Wedge Antilles? Ja. Die Prinzessin kann mir aber ganz schön ausweichen. Die Gala. Das war cool, die Lego-Figur hat auch hinten diese Kratzspuren im Rücken von dem Tiger, den es gar nicht gibt in dem Spiel. Das ist eine philosophische Frage, oder? Wenn es den Tiger gar nicht gibt, wo kommen denn die Kratzspuren her? Magst du vielleicht hier mal mitkämpfen? Ich nehme mal Meister Jedi. So. Komm her, du Sau. Dann gehe ich schon mal hier hoch. Ach, ist ja blöd. Ich stehe ja vor einer schweren Herausforderung. Soll ich den wirklich retten? Nein, nicht! Du besiegst den Untergang der ganzen Galaxis! Ja, genau, lauf lieber davon. Der Droide-Car ist immer noch nicht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Ach, den musst du befreien. Ach, cool. Kann ich ihn nicht einfach Macht würgen? Ups, ich wollte ihn befreien. Ist mir ein Missgeschick passiert. Also, ob da irgendeiner... Die Sprites da im Hintergrund, hast du gesehen? Nee. Das Publikum sind halt 2D-Figuren. Naja. Ja, stimmt. War ganz schön wepsige 2D-Figuren. Wo soll man denn hin? Vielleicht ist es aber auch eher so eine... Es kommt mir vor, als würden wir uns im Kreis drehen. Es ist keine technische Limitierung, sondern vielleicht einfach nur ein... beißender politischer Kommentar, nämlich, dass in diesem Unrechtsregime gar niemand freiwillig in die Arena geht, dass alles nur Pappkameraden sind. Na, dann befreien wir ihn. Ach, den nicht umbringen. Der lässt sich ja dann selbst umbringen. Der ist ja cool. Der ist echt cool. Und ich fand auch die Besetzung, also Ewan McGregor in der Rolle, so gut. Ja, total. Mit Abstand so, so gut. Ich meine, den sehe ich ja sowieso total gern. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt Long Way Round und Long Way Down an. Das ist so eine Doku, wo Ewan McGregor mit seinem Kumpel, Mr. Charlie, bla bla bla, ein Motorrad genau, so um die Welt fährt und eben in die abgelegensten Länder total cool. Also muss man sich auf jeden Fall angeschaut haben. Coole Sache. Ich laufe uns jetzt hier einfach weiter im Kreis in der Hoffnung, dass hier irgendwann mal ausweichen können. Ich weiß nicht, ob die... Wie ging das im Film weiter? Da hat der Regisseur irgendwann einen Cut gerufen. Nee, die landen ja dann mit Landungsschiffen. Ah. Ach guck mal, die muss man wegkriegen. Ich glaube, dann... Klappt das? So klappt das. Müssen wir nur irgendwo die... Wie heißen denn die großen Kampfdruiden? Kampfdruiden. Keine Ahnung. Ja, wo sind die denn? Ach hier, in der Mitte. Hä? Mich gerade weggemacht. Ja. Sag mal. Irgendwo ist noch so sein Durcheinander. Ja. Ich weiß schon immer nicht, wen ich steuere. Das war das Schöne, früher so zu Zeiten Napoleons, da war Krieg noch so ein bisschen ordentlicher, ne? War auch was recht Persönliches. Ja. Da guck und jetzt? Sohn, ich hoffe, du siehst zu. Das kann ja jetzt hier im Lego nicht drin sein. Weil, ne? Ich geh mal hin und frag. Die können jetzt einfach abschießen. Die anderen Jedi hier hinten stehen auch noch blöd rum. Schau dir das an. Die bittere Wahrheit ist nämlich eigentlich, diese ganze Akademie wurde eben nicht umgebracht,
weil das ein fiese Vernichtungsorder war, sondern weil es aber auf dem Arbeitsmarkt auch gar nicht so gut aussah. Also wer soll die denn alle zahlen? Die kosten halt auch nur Steuergelder, ne? Ja. Jetzt fall halt um. Wir gehen mal lieber hinter den Pfosten, wenn das nicht so grob aussieht, wie ich dir den Kopf abhau. Das war aber leer. Nee, da war der Kopf drin. Nee, der war leer. Sicher? Ja. Kinder, das war leer, da war nichts drin. Der hat nur seinen Helm ausgezogen. Also warm war. Die beiden Roboter haben sich ihm gerade selber die Schuld gegeben, hast du gesehen? Ja. Du warst. Da hat man sich auch im Kino gewundert, warum nicht aus dem Helm unten der Kopf noch rausfällt. Ja, Lichtschwer. Achso, rausfällt. Achso. Ja. Gott sei Dank. Hat mir gekratzt. Wahrscheinlich gleich Rar. So angebrannt. Ja. Das Lichtschwert. Das heißt, den Helm kann man auch nicht wiederverwenden. Ein einziger Kollateralschaden, die ganze Geschichte. Das ist bei der zweiten Episode jetzt hier in dem Lego-Spiel ein bisschen merkwürdig, ne? Wie viel um das Finale herum gestrickt ist. Naja, aber wenn man ehrlich ist, war es ja eigentlich auch ein einziges Finale. Das ganze Ding, ja, stimmt, hat ja nicht mehr aufgehört. Diese Liebesszenengeschichte, da konnte ja kein Level bam, 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 ja. Ja. Kanonenboot-Kavallerie. Ach, jetzt kommt gleich diese Verfolgung mit Dooku durch den Canyon, oder? Wahrscheinlich, oder? Das fand ich auch total blöd mit dem Yoda, der da irgendwie als General die Sachen so dirigiert. Ein bisschen affig. War ja, Yoda, ehrlich gesagt, in den Filmen eh nicht sonderlich sympathisch. Nee. Also irgendwie, nee. War das denn in dem Film schon, wo er dann, da kämpft er mit nicht mit dem Lichtschwert, oder? Da macht er gegen Dooku nur dieses Machtduell. Nee, oder kämpft er doch, auch? Er holt doch dann sein Lichtschwert raus, dann macht er doch er ist doch plötzlich super agil. Und das fand ich total affig. Ich hätte das besser gefunden, wenn Yoda wirklich immer schon nur so ein, also der in der Ruhe liegt die Kraft, ja, Mensch gewesen wäre. Und das wurde dann in Episode 3 auf die Spitze getrieben. Ja, mit diesem beschissenen Kampf gegen den Imperator dann am Ende, ne? Ja. Ja, so, ach, das ist so. Ich fand das auch, ich weiß nicht, diese ganze Erklärung, wie sie dann quasi, oh ja, jetzt sind sie hier so besiegt. Das war alles so, ey Gott, Leute, hättet ihr euch jetzt auch mal nochmal zusammenrappeln können. Der Imperator wirkte irgendwie nicht so unbesiegbar, wie er später dann irgendwie mal so dargestellt wurde. Ja. Das ist echt merkwürdig, diese Erklärung, so nach dem Motto, wir müssen ja 20 Jahre warten, bis da dieser eine Junge kommt, der so ein bisschen Macht kann. Naja, aber das ist ja das ganze Problem, was die. Also das ist ja nicht nur in dieser Szene. Überhaupt wirkt eben. Die ganzen Gefahren wirken in den alten Filmen, in den neuen Filmen oder in Episode 1 bis 3, ist das alles, es ist viel mehr Gekämpfe, viel mehr Krieg und so. Also in den neuen Filmen kämpfen die nicht mehr so doll mit dem Lichtschwert, das wirkt alles eher so etwas müde, ist ja klar, weil es natürlich eher so Fechten der alten Schule sein sollte, anstatt so Martial Arts Ringekämpfe. Und auch die Massenschlachten waren halt nicht so groß. Aber mein Gott. Wir machen das falsch. Ich glaube, wir müssen aufhören, über den Film zu haten. Das Spiel hat gemerkt, dass wir nur am Rumhaten sind. Fahren wir einfach hier rum. Da muss ein TIE Fighter. Hier darf nur ein TIE Fighter durch. Das ist cool. Ach, guck mal, jetzt kann man mitnehmen. Oh, nö. Ja, so ein dummes Schleppseil. Nein. Nochmal so einen Klotz holen. Sag mal, so Transportertechnologie haben die aber nie irgendwie. Hey, meins! 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 Na gut, wenn einer abgeschossen wird, haben wir noch einen zweiten. Nein, es gibt noch eine zweite Hoffnung. Ha! Hui! Ja, cool. Wollen wir sie nochmal machen? Au. Nee. Wir kommen hier niemals mit Punkten raus, oder? Aus dem Spiel. Ach, Punkte. Sie haben null Punkte, sie haben keine Medaille. Der Stachel sitzt aber auch tief, oder? Das ist wirklich, das hat mich damals gezeichnet. Ich war doch der Held der Rebellion. Ach, deshalb siehst du so aus. Ja. Zack. Gemacht. Rogue Squadron ist an meinem deformierten Äußeren schuld. Ich erwarte bis heute eine Schadensersatzzahlung von Factor 5.
die haben kein Geld mehr. Gibt's überhaupt noch? Weiß ich nicht. Hat dann das Layer irgendwie gemacht? Mhm. Dass sie sich eigentlich auch nicht so richtig entschuldigt haben. Naja, aber das kann man das ihnen wirklich alleine in die Schuhe schieben? Das muss man doch auch Sony in die Schuhe schieben. Ja. Halt, ihr macht es mit Six halt Axis, das ist geil. Six Axis haben. Aber es kam ja später dann auch ein Patch für Gamepad-Steuerung raus und das wurde jetzt als Spiel dadurch auch nicht besser. Nee. Aber es wurde ja ursprünglich nur gemacht, um Six Axis zu haben. Ja. Und das ist genauso wie wenn du, wie heißt das kaputte Mech-Spiel? Für Kinect. Oh, oh shit. Du musst aber ganz schön weit. Sollen wir kurz mal nachzählen, wie viele Punkte ich null. Alter, das spawnt mich immer wieder ins Loch. Nein! Da sage ich jetzt gar nichts zu. Nein, los mal an! Blödes Spiel! Nein! Müssen wir nochmal zurück, oder? Oder ist hier nochmal so ein Bombenplatz? Wie hieß denn das nochmal, dieses Mech-Spiel? Ach, das hier auch mit dem großen Controller früher. Ja, ja. Irgendwas mit Metall. Steel Battalion. Ach, genau. Und das ist doch auch, wenn man das ohne Kinect spielt, mit dem Controller, wäre das wahrscheinlich auch das bessere Spiel, aber warum Natürlich. Dann überhaupt? Why bother? Also der Gag wäre doch gewesen, es eben mit diesen coolen Bewegungen und also geil wäre natürlich gewesen, wenn der alte Steel Battalion Controller damit funktioniert hätte und man den noch geschenkt bekommt. Und Geld. Ah, wir schaffen's. Vorbei. Ja. Wir müssen es halt zweimal machen. Oder jeder nimmt mal eins mit, aber das ist halt nicht halt auf Nummer sicher, ne? Wir hätten da weiter vorne ist noch so ein Spender, wir machen das die ganze Zeit falsch. Was für eine Nummer sicher. Wo bin ich jetzt? Ah! Puh. So. Erholt man sich da eigentlich von wieder? Nee, gell? Von dem Beschuss? Ich hab nur ein Herzilein. Herzilein. Wer bin ich eigentlich? Du bist der Blaue, ich bin der Grüne. Nein! Ich bin in die Wand gefahren! Scheiße! Ah. Scheiße! Sie haben 0 Punkte! Sie haben. Scheiße! Kommen Sie! Die Fahrsequenzen sind echt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Nee. Kommen nicht so richtig Lego in Universe, Fahrt. Nee, nicht Lego Universe, Lego City Undercover schon besser. Na, dann mussten wir uns ja auch nicht gegenseitig ein Bein stellen. Nein! Na gut, wenigstens so auf dem Das haben sie ja dann später auch anders gelöst in der Serie, ne? Was denn? Nee, warte mal, so weit müssen wir gar nicht zurück. Doch. Nicht über los, keine 4000 Credits. Nee, später ist es ja dann so, dass der Bildschirm geteilt werden kann. Was? Kannst du das wiederholen? Nee. Wieso nicht? Ach doch. Ich hab's! Ja! Warte, mach doch nicht so einen Scheiß. Warum? Nein! Oh. Warte. Nein. Hinterher. Das ist auch so ein Quatsch, dass die da halt nicht rüberfliegen können. Was ist das denn? Lego Star Wars, die komplette Saga in einem Canyon verbracht. Die Canyon-Saga. So, jetzt... Ah, Schleppkabel ist gerissen. Warte. Nein. Oh, ey, das kann doch nicht sein. Moment mal. Ich glaube, der Zähler fängt es gleich an, auf Null zurück, also auf Minus, im Minusbereich. Jetzt schnell. So, da noch durch. Und geradeaus. Jetzt sind wir genau im richtigen Rhythmus, Mann. Pass auf. Halt. Das passt. Das ist schon lang. Das war kaputt. Schon kaputt. Ich hab noch einen sicherheitshalber. Kann es sein, dass das Spiel jetzt irgendwie nach 5 Minuten aus Gnade selbst gesprengt hat? Ah, geil. Also Dreijährige spielen das effizienter. Und haten dabei nicht so viel auf den neuen Film rum. Nichts können, aber Hauptsache Pappen offen. Was müssen wir denn hier machen? Mach doch nicht so. Das Problem ist, wir schieben uns hier beide gegenseitig immer ständig aus dem Bild.
Das alte Disco-Problem. Hier ist so ein Sprengding und das hau ich jetzt hier rein. Ach guck mal, dann können wir zumindest schon mal die Laser. Laser. Nein, hier lang! Hier lang. Oh. Ja, ja! Nein! Du hast 490 Punkte, das müssen wir ändern. Hier nach links! Ha! Elegant wie bei den echten Imperialen. Wie ein Wildecker Herzbuben. Was machst du denn? Oh, nee! Moment. Das ist ein geiles Level. Ich häng hier fest. Folge geht, glaube ich, auch schon Ewigkeiten. Egal. Das mit, das mit. Ah, jetzt kann man die Sachen nicht kaputt schießen. Power up. Ja, geil, bringt auch nichts. Kommt man auch nicht durch die Schilde durch. Warte mal, hier ist noch Granate. Nach rechts. Nanu? Ach jetzt. Ich musste erst kaputt gehen, damit der Laser Erlaubnis hatte, kaputt zu gehen. So. Aber noch mindestens ein Feld. Ich will noch eine Granate, gib mir noch eine. Ich glaube, die Flugsequenzen waren auch echt einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel. Und zu zweit sind sie halt wirklich scheiße, weil man sich ja ständig rausschiebt. Also, das geht mal so gar nicht. Nanu? Ja, weg da. Oh, nee. Wie hast du das gemacht? Was? Also geht mit A. Man kann da rollen? Ja. 20 Minuten in dieser Sequenz erfahre ich, dass man rollen kann? Nein! Pappy O'Hare wäre so enttäuscht von mir. Star Fox, oder? Ja. Do a barrel roll. You could have done a barrel roll. Oh, ich krieg schon voll einen Brummkreis. Jetzt häng ich fest. Ich auch! Nein! Nein! Kann sein, dass du nach rechts und ich nach links gedrückt hast. Nee, so, warte mal, wir fliegen jetzt links rum. Okay. Halt. Nicht in die Wir können uns ja einfach mal absprechen. Schau mal, wie das geht. Anu? Nein! Nein! Ja! Ja, fast. Genau so. Die Richtung stimmte. Ich hatte das früher mit meinem Bruder ganz viele so Super NES Sidescroll Beat'em-Ups gespielt. Weißt du, wo du die Straße entlang läufst, da kommen die ganzen Leute. Double Dragon-mäßig. Genau. Und in wie vielen das passiert ist, dass man sich so verkeilt hat, dass der eine halt links am Bild hing und der andere rechts und dann ging das Spiel nicht mehr weiter. Und du konntest halt nicht irgendwie Level neu starten, sondern du konntest nur die Konsole ausmachen und dann fangen sie bei Level 1 wieder an. Aber gab es da nicht wenigstens immer noch so Codes? Ja, wenn man die aufgeschrieben hat. Schau mal, was wir geschafft haben. Den Level! Geil! In einer Folge, die wahrscheinlich 30 Minuten lang ist, oder? Also hier gibt es geschenkt ohne Ende. Wahnsinn. Es ist für uns alle zu hoffen, dass in der weiteren Star Wars Saga nie wieder Fahrzeuge vorkommen. Na ja, gut, jetzt haben wir alle gesehen. Kommt da noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Irgendwas herausragendes? Ich glaube, jetzt kommen keine Filme mehr. Wo könnte man welche? Auf so einem Eisplaneten? Aber da nimmst du halt Skier. Genau, eben. Große Skierschlacht. Schlitten. Snowboarder gegen Schlittenfahrer. Ja, Episode geschafft. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Lego Star Wars auf GameCube. Ciao. Tschüss.